An deutschen Kliniken sind im vergangenen Jahr so viele Patienten wie noch nie behandelt worden. Auch die Zahl der Operationen ist drastisch gestiegen. Das geht aus dem neuen AOK-Krankenkassenreport hervor. Die Krankenhäuser begründen die Zuwächse damit, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden. Doch der AOK-Bundesverband kritisiert, es sei auffällig, dass vor allem die Zahl der lukrativen Operationen steige. Viele dieser teuren Eingriffe seien nicht notwendig. Eigentlich sprach alles dafür, dass Renate Merten an der Hüfte operiert werden muss. Doch die Ärzte aus dem Oberlin-Klinikum in Potsdam waren anderer Meinung. Eine OP ist nicht nötig. Solange die eigene Hüfte noch einigermaßen funktioniert und man das mit Schmerzmitteln, die man ab und zu mal nimmt, ganz gut in den Griff kriegen kann, glaube ich, sollte man das eigene Hüftgelenk erstmal noch dem Patienten lassen. Eine Entscheidung, die laut AOK-Krankenhausreport viel zu selten getroffen wird. Demnach ist Deutschland Spitzenreiter bei der Zahl teurer Hüft- und Knieimplantate im OECD-Vergleich. Im Durchschnitt wird bei 100.000 Einwohnern eine künstliche Hüfte 154 Mal eingesetzt. In Deutschland passiert das 296 Mal, fast doppelt so oft. Die AOK beklagt, dass Krankenhäuser zunehmend unter wirtschaftlichem Druck stünden. Wir haben Ärzte, die angereizt sind, in die Menge zu gehen, die sogenannten Chefarztboni. Die Mengenboni sind hier nur die Spitze des Eisberges. Und in einer solchen Konstellation wird es wahrscheinlich immer leichter zu sagen, im Zweifel in die OP, im Zweifel für das Skalpell und nicht im Zweifel für den Patienten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft bestätigt zwar, dass es Verträge gibt, nach denen Ärzte Bonuszahlungen erhalten ab einer bestimmten Zahl an OPs. Dennoch. Kein Bonusvertrag in Deutschland, der mit irgendeinem Arzt geschlossen ist, gefährdet das Wohl der Patienten. Für Renate Merten jedenfalls ist klar, auch beim nächsten Mal wird sie sich eine zweite Meinung einholen.